350 Gramm rohe Garnelen, Klammer auf ohne Kopf, mit Chae, frisch oder TK, Klammer zu, eine Packung, Klammer auf 260 Gramm, Klammer zu, Flammkuchenrich, Klammer auf Kühlregal, zum Beispiel von Tante Fanny, Klammer zu, 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl 1/ZLEL Meersalz, 200 Gramm Möhren, 2 Stangen Staudensellerie, Klammer auf mit Blattgrün, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebelsatz. Töpfer, Zucker 5 bis 6 Esslöffel trockener Sherry oder Brühe, eine Dose, Klammer auf 425 ml, Klammer zu, stückige Tomaten, 2 Stiele Majoran, Backpapier, wer tut welcher Wein gut zu diesem Hauptgang passt, lesen Sie auf Seite 42. Zutaten für 9 Personen, 4 i Garnelen eventuell auftauen lassen. Ofen vorheizen, Klammer auf, E bis H Erd, 180 C/Umluft, 160 C/Gas, S-Hersteller, Klammer zu. Blech mit Backpapier auslegen. Flammkuchenteig entrollen, längs halbieren und jede Hälfte in 5 gleich große Stücke schneiden. Aus jedem Stück ein Herz ausstechen. Sowohl die Herzen als auch die Stücke auf das Blech legen. Mit 1 bis 2 Hexaliter Öl bestreichen und mit Meersalz bestreuen. Im heißen Ofen ca. 10 Minuten backen. Herausnehmen. 2 Xaton entschälen, waschen und würfeln. Sellerie putzen, grün beiseite legen. Sellerie waschen und in Scheiben schneiden. Knoblauch und Zwiebel schälen und fein würfeln. Garnelen waschen und trocken tupfen. Zellöl in einer großen Pfanne erhitzen. Garnelen darin von jeder Seite ca. eine Minute kräftig anbraten, herausnehmen. Die übrigen vorbereiteten Zutaten im heißen Bratfett anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Sherry oder Brühe ablöschen, Tomaten zugießen, aufkochen und ca. 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln. 4 Gnln wiederzugeben. Die Pfanne vom Herd ziehen, Garnelen ca. 5 Minuten ziehen lassen. Selleriegrün und Majoran waschen, trocken schütteln. Selleriegrün hacken, die Majoranblättchen abzupfen. Tomatensauce mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Alles mit Selleriegrün und Majoran bestreuen und die Flammkuchenherzen dazu reichen.